So, dann halt jetzt. Ach, warte, da oben bräuchte ich sie. Wohl, warte mal, machen wir auch. So. Ist doch Wayne. Da muss ich wieder in die Kittchen. Oh ne, warte mal. Ich hole mal das Holz von da drüben. Das Holz liegt ja da sowieso nur rum. Ist ja wahrscheinlich eh absolut niemals gebrauchen. Apropos gebrauchen, wir hätten es auch gar nicht benötigt, denn. Wir haben eh Zeug da. Toll. Das Bücherregal kommt dann jetzt so da so hin, hier so, ja. Das ist eh eine Fassade. Dann das so. Und hier dann wieder so zu dann, genau. Schon hier, damit es nicht langweilig wird. Weiß nicht, hier kann man wahrscheinlich auch noch das hier machen, so. Dann machen wir hier noch einen hin. Hier geht's dann erstmal nicht mehr. Hier geht's dann nicht. Das heißt, hier oben ist jetzt einfach nur eine einzige Säule, wo es nicht geht. Ne, zwei. Zwei sonst. Zwei, an zwei Orten geht es nicht. Na, wurscht. Ich glaube, mein Keller nimmt allmählich Gestalt an. So kann man zumindest ansatzweise mal mit dem Ding arbeiten. Und so kann man es auch herzeigen. Also wir haben jetzt hier ein Output von den Logistikpipes und hier, was ist eigentlich? Hier wäre es nicht irgendwie sinnvoller gewesen, hier den Output sind sie schon nicht da, so eigentlich schon, ne? Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, das Ganze hier wieder umzukaufen. Wir lassen ihn jetzt einfach mal da. Das passt schon. Habe ich gerade beschlossen. Mist. Ich muss wieder hoch. Mir fällt auch gerade auf, dass wir gar kein Basalt mehr haben. Das ist kontraproduktiv. So irgendwie. Warum wollte ich hier oben eigentlich das hier haben als Boden? Es gibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich hier überall einen ganz anderen Boden haben als sonst? Na, beim Verzauberungstisch kann ich es verstehen. Aber da könnte ich eigentlich auch den klassischen Boden reinhauen. Und das mache ich auch. Haben wir eh nur hier eine Fassade. Und hier eine Fassade. Das heißt, ich brauche drei, Fassaden. Eins, zwei, drei. Von dem haben wir auch noch ein bisschen mehr. So. Fassaden hätten wir und hier den Boden reinmachen. Dann hätten wir hier oben auch quasi perfekt ausgeleuchtet, dass hier nichts spawnt. Hier unten spawnen jetzt natürlich noch jede Menge.
Das ist so ein bisschen das Problem. Hier auf der Seite spawnen natürlich jetzt auch was. War natürlich irgendwie von auszugehen, dass das passiert. Heißt auf Deutsch, wir brauchen hier oben noch eine zweite Lampe drinnen. Die würde ich jetzt einfach mal. Ach Mist, jetzt habe ich hier einen einzelnen Stein vergessen zu setzen. Die würde ich jetzt theoretisch, wo wir sie eh dabei haben, da hinsetzen. So. Ach, warte, die haben ja jetzt die Textur von Marble, ne? Also, wenn ich es wirklich umtexturiere, hätten die dann die Textur von Marble. Wäre jetzt natürlich auch eher blöd. Sag ich jetzt mal, aber ist ja jetzt eigentlich im Endeffekt erstmal auch egal. Ich weiß nicht, ob ich das umtexturiere, dass die eine Textur wie Marble haben. Ich brauche in der auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder ein bisschen mehr Basalt. Ungünstig. Ich habe nämlich keinen. Ich könnte aber mal wieder Sachen verzaubern. Der geht nicht, ne? Nö. Wo habe ich denn bitte den Philosopher Stone? Oh, warte, ich sollte vielleicht hier. Lampen einsetzen. Das kann ich dann ja gleich symmetrisch auch machen. So macht man das. Auf irgendeine andere Seite muss ich ja noch eine Forestry-Ecke einrichten. Also normale Basaltbricks. Ich brauche Marble. Das kam aber schon lange nicht mehr vor, dass ich Marble bestellen musste. Na komm schon. Ich finde es aber auch interessant, dass die immer in Achter Dingern rausgegeben werden und nicht irgendwie in großartig mehr. Würde mich auch mal interessieren, warum. Wahrscheinlich, weil es sparsamer zu programmieren ging. So. Wie mache ich das denn hier jetzt am geschicktesten? Das ist ja richtig ungünstig. Ups. Dass er einfach mal quasi null Unterschied macht, so. Interessant. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Terminals frei von denen, die von dem Limit, das ich mir gesetzt habe. Und weiß jetzt zwar noch nicht, wo ich die hinstellen soll, aber ja. Muss ich mal schauen. Ich muss jetzt irgendwo jedenfalls noch die. Oh fuck, in der Farm hier können Monster spawnen. Warum können da Monster spawnen? Das ist uncool. Ich glaube, sie wird auch effektiver, wenn ich das so mache. Ich meine, funktionieren tut es ja dadurch noch. Hier ist auch ein Enderman drin gewesen. So, das sieht doch auch schon mal gut aus. Jetzt spawnen hier drin auch keine Monster mehr. Jetzt spawnt hier auch nichts mehr. Aber mir fällt auf, ich müsste meine Garage noch dringend ausleuchten. Ups. Das so machen? Ihr nicht. Oh ne, das
das geht überhaupt nicht so. Da ist auch eine Tür im Weg. Danke. Lass mal eine Lampe wieder einsammeln. Nein, hier muss auf jeden Fall eine Fackel hin. Zum Ausleuchten. Ja, so, und jetzt ist natürlich hier die Frage, wie leuchte ich jetzt am besten diese blöde Garage aus? Wenn ihr könnt überall Monster spawnen. Und das Garagendach ist noch eins höher, das heißt, so kann, also über das Garagendach kann ich es nochmal nicht ausleuchten. Die muss ich irgendwie anders machen. Warte mal, wie mache ich denn diese Lampen hier? Die Cage-Lampe. Das ist, glaube ich, so am ehesten das, was dem dann entspricht hier, ne? So eine Cage-Lampe. Ich meine, wir sind hier in einer Garage. Kann das schon mal bringen. Und warte mal, ist die asymmetrisch? Ja, die ist asymmetrisch. Gut, aber da brauche ich eben ja andere Farbe vom Leuchtstoff her. Okay, die Wandsachen muss ich dann eh noch runterstellen hier. Komm in den Keller mit rein. Oh, heile Zombie. Langweilig, dich hier zu haben. Ist denn hier schon was reingekommen? Nein, verdammt, ich habe nur noch 13 Kartoffeln. Die Farm hier vorne soll sich mal beeilen. Oh, sie ist schon fertig angepflanzt. Krass. Ups. Wir müssen doch wieder unseren Input. Nein! Oh Gott! Die muss ja erstmal volllaufen mit dem Müll. Na, das kann ja mal lustig werden hier noch. Haben wir Bone Meal? Ich muss das jetzt irgendwie schnell beschleunigen, den Prozess. Ich brauche das nächste. Also entweder ich muss jetzt schnell offline gehen oder ich muss beschleunigen. Machen wir erstmal das Mob-Spawn-Gitter aus. Das ist ja richtig ätzend so. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer so getrollt hat, aber Iron, Iron, Iron. Oder da ist, warum auch immer, Monster drauf gespawnt. Hat das rumgerissen. Wer hat sich denn hier bitte mit Marble rübergebaut? Das sieht ja richtig doof aus. Meine Güte, sind hier irgendwo Kartoffeln? Nein, hier sind keine Kartoffeln. Okay. Fail. Hä? Dann werden wir die. Müssen wir mit diesen Kartoffeln hier leben. Na gut, immerhin 26 mehr. Das ist zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Das ist ein Anfang. Wie schaut es euch hier mit aus? Oh, das ist schon wieder leer. Ja, okay. Wir sollten uns dann mal hier überlegen, ob wir dann nicht ein Void Upgrade dran packen. Sonst haben wir ja irgendwann doch mal ein richtiges Problem, wenn unser Quicklime vollläuft. Ich glaube zwar nicht, dass wir jemals so viele Queries aufstellen würden, dass unser Quicklime voll läuft, aber man kann sich ja nicht sicher sein, ne? Das ist doof dran. Und ich wollte noch Knochen suchen.
Da ist nichts mehr drinnen. Ja, hier wird dann auch nichts mehr drin sein an Knochen. Oder nein, da ist nichts mehr an Knochen drinnen. Damit. Ja gut, dann 30 Knochen, mir jetzt denke ich auch mal ein kleiner Anfang. Von Irschel was? Ich werde jetzt einfach diese Farben ein bisschen beschleunigen, sag ich mal. Wo ging's denn hier und. So. Das war gleich mal ein Stack. Gut. Falls mir auch jemand hier mal reingehen will, kann dann auch nicht einfach reingehen. Das ist eh cool. Weil man sieht halt auch von außen nicht, dass das einfach mal eine Farm ist. Oh, warte, was passiert eigentlich? Ich mache das einfach mal scherzeshalber. Ich meine, die Farm funktioniert ja immer noch danach. Aber dann sieht halt, sieht man halt wirklich nicht, dass hier eigentlich. Wo habe ich eigentlich meine Hacke? Ist die hier drin? Nee, ich nicht. Ist die hier drin? Ja, ist sie. Oh. Sie ist runtergefallen. Warte, ich könnte eigentlich auch so just for the lol. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier dann das abfarmt. Wenn ja, wäre lustig. Na, es sieht dann zumindest so aus, als würde es abgefarmt werden. Ich meine, die Farm, es stört die Farm nicht beim Betrieb. Und wir haben hier ein durchgehendes Feld ohne irgendwelchen Blödsinn in der Mitte. Ist eh cooler so. Gut, die Baumform läuft auch. Genau, und jetzt wollte ich noch die Kartoffeln schnell mit mittels EMC vermehren. Dass es ein bisschen schneller geht hier. Wie viele Stacks machen wir denn? 4,5. Erstmal rauskommen müsste ich hier. Ich sehe mich schon hassen dafür, dass ich irgendwann nicht mehr rausfliegen kann, ne? Ach, die Potato war eh schon gelernt. Mal erstmal 3. Hier kann wieder ein normales Brett rein. Wieso liegt hier eigentlich überall vereinzelt Dirt rum? Ehrlich gemeinte Frage. Mehr Potatoes. Yay. Ich meine, ich kann es einfach auch über EMC gebackene Potatoes herstellen. Aber das ist ja jetzt wurscht. So, 3, 4. So, das heißt, nur noch ganz kurze Zeit, dann geht das hier weiter. Und ich muss hier eigentlich nur mal gucken, wie es mit dem Fertilizer ausschaut. Okay, der wird als erstes leer gehen, glaube ich. Gut, das heißt, ich muss mir jetzt auf die nächste Aufnahme dringend anschauen, wie ich das automatisiere mit dem Fertilizer. Gut, das war's dann eigentlich auch schon. Ich glaube, ja, dafür brauche ich nämlich hier... Hier eine Logistikpipe, die automatisch Fertilizer einsaugt. Oh, puh, giftige Kartoffeln.
Das ist jetzt natürlich unvorhergesehen. Gut, ich meine, es war natürlich absehbar, das muss ich noch, das sollte ich überdenken hier. Erstmal mal anders, das muss ich kurz anders machen. Das mit der giftigen Kartoffel, das wurmt mich jetzt schon so ein bisschen. Müssen wir hier dann normale Kartoffeln holen. Hä? Ah, lol, das pickt einfach die Farm auf. Seriously? Ich meine, das ist ja eh logisch, aber. Nee, ist eigentlich nicht logisch. Zack. Warte, das musste. Das wollte ich anders machen. Verdammt. Ich brauche jetzt hier irgendwie ein Ding, das. Wo ich sowohl an. Ah, warte, das mache ich über. Boah, ich bin ein Genie. Zack. Dann hole ich mir hier nochmal eine Kartoffel. Und hau die bei Grün rein. Jetzt kommt die Modular Socket ins Spiel. Oh fuck, das geht ja auch nicht. Die muss ja jetzt hier wieder reingehen, ne? Ich komme nicht ganz drum rum. Also entweder ich brauche jetzt mal schnell mehr Cobblestone Pipes oder ich muss hier noch mal einen Diamond Pipe umbauen. Schon mal mehr Cobblestone, also brauche mal. Ah, warte, ich hole die direkt von oben, glaube ich. Das ist sinnvoller. Oder ich hole mir einfach eine Iron Pipe. Ich mache es einfach über eine Iron Pipe. Das passt dann. So. Aber ich krieg das hin jetzt. An giftige Kartoffeln habe ich jetzt irgendwie so gar nicht gedacht. Gut. Dann brauchen wir hier den Energy Input. Das ist drinnen. Warum hier jetzt den Item Input auf Channel 1? Dann den. Wo packe ich denn jetzt den Furnace am blödesten hin? Auf die Seite. Und den Item Output auf 2. Dann brauchen wir nur noch eine Stone Transport Pipe. Und eine Iron Pipe. Ah, die braucht zwei Stone Transport Pipes und eine Iron Pipe. Nee, warte, ich brauche doch nur. Alter, das war die falsche. Ich brauche nämlich genau die hier.
Dann hier die Iron Pipe. Dann noch eine Wrench, die sinnvollerweise wieder oben liegt. Oh, Marble. Oder? Ja, die Wrench liegt natürlich irgendwo hier jetzt. Ich bin so durch gerade. Ich habe zweimal eine Wrench und die liegen beide irgendwo anders. So, setze noch schwarz, passt. Nach grün die Kartoffeln. Fuck, ich könnte noch mehr aufschreiben, wo giftige Kartoffeln dann hin sollen. Die können logisch gesehen eh nur nach schwarz oder nach gelb. Schwarz bringt ihnen nichts, weil da kommen sie auch irgendwo hin. Ja, gut. So sollte das passen. Nice. Gut, dann kümmere ich mich für das nächste Mal um den Fertilizer und da. Wow. Warum das hier keine Monster was vorne? Ich stelle jetzt einfach mal zwischendurch im provisorisch die hier rein. Wenn zur Not muss ich halt auch hier irgendwie. Aber hier ist ja irgendwie lauter Fassaden, ne? Also hier geht das ja nicht unbegrenzt. Schnell wieder flüchten. So, wie spinnen hier. Jut. Das läuft. Enchanter steht auch. Dann muss ich noch irgendwie was finden, in was ich den Energy Condenser schnell umwandeln kann. Aber hör doch auf. Das war zu. Ach komm, die 10.000 kann man eigentlich auch pfeifen. Schon noch ein bisschen Mist rein, dass wir den hier abbauen können. Dann können wir dann ja den Energy Condenser wieder unten aufstellen für Red Matter Furnaces. Vielleicht dann ein bisschen effizienter. Dass sie ihn einfach hier hinstellen dann. Weil ich glaube, das mache ich sogar. Na gut, das ist jetzt eh wurscht, die bleiben da eh drin, aber ich brauche davon noch genau zwei. Dann brauchen wir Lava immer. Lava. Wo ist denn Lava? Hat er vielleicht? Ne, die ist ja eh nicht mehr. So, aber wir brauchen. Ach, ich schlafe jetzt noch eine Nacht. Lava sind glaube ich eh im Dingens drinnen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Transmutation Table. Item Output learned. Lava Intake learned. So. Dann holen wir jetzt einfach mal Toolbox. 2, 3, 4 Modular Sockets. Ja, aber 5x5 fällt. Machen wir mal so. 3.